Vielleicht ganz kurz was zu dem, was wir uns überlegt haben. Heißt ja motivierende, hört man mich? Motivierende Gesprächsführung im Praxischeck. Und wir haben uns also vorher überlegt, dass wir einen kleinen Input geben zur motivierenden Gesprächsführung. Was ist das überhaupt? Ich gehe davon aus, dass ja viele in dem Raum sind, die die motivierende Gesprächsführung kennen, aber wahrscheinlich nicht alle. Und deswegen einen kleinen Input, damit für alle sozusagen eine Basis da ist, wovon sprechen wir. Und dann wollten wir gucken, was gibt es da für Elemente und finden die sich in den Gesprächen, die geführt wurden, wieder. Nun ist es so, dass wir keine große Zeit zum Auswerten hatten. Das letzte Gespräch war gerade erst. Und dass wir so ein bisschen improvisieren müssen. Wir hoffen aber, dass wir dort trotzdem die ein oder andere Erkenntnis rausbekommen und werden dazu dann Judith interviewen, wie es ihr ergangen ist. Vorab aber den kleinen Einstieg, wenn der Beamer läuft. Ja, motivierende Gesprächsführung ist eine Beratungsmethode, die letztendlich in einem therapeutischen Setting entwickelt wurde, von William Miller und Stephen Roenick. Und es ist eine Methode, die in zahlreichen Studien nachgewiesen hat, dass sie wirksam ist. Es gibt, ja, und besonders in der Beratung von Menschen mit Problemen mit Suchtmitteln, mit einem problematischen Umgang oder mit manifester Sucht, ist die motivierende Gesprächsführung sehr erfolgreich, deswegen auch dort sehr verbreitet. Aber auch in zahlreichen anderen Settings oder auch zu vielen anderen Themen lässt sie sich anwenden. Beispielsweise hat man positive Effekte auch feststellen können in der Motivationssteigerung, sich mehr zu bewegen oder bestimmte Essenspläne einzuhalten bei Bluthochdruckpatienten oder Menschen mit Adipositas, wie auch immer. Also es gibt unterschiedlichste Einsatzbereiche. Motivierende Gesprächsführung betrachtet Veränderung als nichts, was von heute auf morgen passiert. Ja, ich spreche mit jemandem und nächsten Tag setzt die Person dann neues Verhalten um, sondern es ist ein Prozess. Ein Prozess, der verschiedene Stadien durchläuft, wo am Anfang vielleicht der Mensch, der mir gegenüber ist, vielleicht überhaupt nicht motiviert ist, vielleicht ganz im Gegenteil gar kein Problembewusstsein hat und wo im Laufe der Zeit da etwas reift. Und insofern setzt motivierende Gesprächsführung auch andere Maßstäbe für Erfolg. Erfolg ist nicht immer nur dann, wenn ich neues Verhalten beobachten kann, verändertes Verhalten beobachten kann, sondern Erfolg ist eben auch dann, wenn nach einem Gespräch vielleicht jemand, der vorher gar kein Problembewusstsein hatte, ins Nachdenken gekommen ist, vielleicht schon mal ein paar Nachteile erkennt, über sich selbst, über seinen Konsum nachdenkt, dann ist das das, was ich in der Situation vielleicht auch maximal erreichen konnte. Insofern ist Ambivalenz, also dieses auf der einen Seite die positiven Wirkungen des Konsums, das Angenehme daran nicht vermissen zu wollen oder vielleicht auch nicht lassen zu können und auf der anderen Seite die negativen Begleiterscheinungen, die man wahrnehmen kann, also das beispielsweise hier wie dem Beispiel die Schulleistungen sinken, das beides sozusagen gehört dazu, es ist beides da, es wird wahrgenommen und diese Ambivalenz ist häufig eine Phase, die sehr lang anhält. Die einen oder anderen, die vielleicht schon mal Veränderungsprozesse durchlaufen sind, sich das Rauchen abgewöhnt haben, wissen, dass das unter Umständen ein mehrjähriger Prozess sein kann. Wir haben mal versucht, hier so ein paar Beispiele zu bringen, was die Ambivalenz von diesem Mädchen gewesen sein könnte. Auf der einen Seite das Angenehme, was macht das Positives, da könnte vielleicht noch Spaß machen dazustehen oder vielleicht auch mit negativen Gefühlen anders umgehen können. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Probleme, die das letztendlich hervorgerufen hat. Ja, weil wir in diesem Rollenspiel, wir haben ja hier nur eine Mutter. Also so, wir haben einfach, wir kannten ja vorher nicht die Gespräche. Ne, wir kannten ja vorher auch nicht den Verlauf der Gespräche, wir kannten aber schon den Fall, um den es gehen soll und da standen natürlich ein paar Hintergrundinformationen drin, um was für ein Mädchen es sich handelt und dass da eine Mutter sein wird, die interviewt und insofern haben wir uns auf diese Mutter bezogen bei der Sammlung hier. Ja, das Menschenbild der motivierenden Gesprächsführung ist auf jeden Fall davon getragen, dass Klienten oder ja, die Person, die man berät, nicht einfach sozusagen, wie soll man sagen, schlechte Angewohnheiten haben oder irgendwie charakterschwach sind, sondern es gibt einfach, also es macht Sinn sozusagen der Konsum, der hat einen subjektiven Sinn, es gibt einen Gewinn davon, deswegen machen das Menschen auch, deswegen nehmen die Drogen, weil es ihnen irgendwas Positives vermittelt und genauso gibt es natürlich also Gründe für Veränderung. Wir sehen oft immer die Gründe, die für Veränderung sprechen und lassen die anderen Gründe ganz gern außen vor. Bei unserem Gegenüber ist es dann oft eher umgekehrt.
der Berater, der versteht sich auch nicht als Experte. Also wie vor heute früh schon gesagt worden ist, es geht nicht darum, möglichst viel Detailwissen zu erlernen, wo man dann besonders gut argumentieren kann und dann wirklich die beste Überzeugung hat, warum das schlecht ist. Wenn das allein reichen würde, würde kein Mensch mehr rauchen. Alle wissen, dass es gesundheitsschädlich ist und man tut es trotzdem. Insofern geht es nicht nur um Argumente. Und der Berater sieht sich eher als jemand, der versucht, die Auseinandersetzung anzuregen, jemand ins Nachdenken zu bringen über sich selbst, über seine Motivation, über seine Gefühle. Insofern will man auch das Gegenüber nicht zu einer bestimmten Entscheidung bringen. Also es ist nicht so, dass man sozusagen das Ziel hat, ich weiß, das ist gut für jemand, da soll es hingehen und da versuche ich jemand jetzt hin zu manipulieren oder zu überreden, sondern es geht darum, dass man den anderen in die Lage versetzen will, rauszubekommen, was für mich eine tragbare und auch gute Entscheidung ist. Und die Entscheidung ist vielleicht nicht die, ganz aufzuhören mit dem Kiffen, vielleicht ist die aber nicht am Abend oder direkt vor der Schule oder vielleicht ist sie halt nur am Wochenende. Das kann ganz unterschiedlich sein. Jedenfalls liegt die Verantwortung dafür natürlich auch ganz klar beim Gegenüber. Ganz wichtig in der motivierenden Gesprächsführung, wir tendieren oft dazu, Verantwortung zu übernehmen, indem wir versuchen, Prozesse zu beschleunigen, die voranzubringen, dadurch, dass wir schon mal Dinge in die Wege leiten, dass wir Termine irgendwo ausmachen, obwohl unser Gegenüber vielleicht noch gar nicht an dem Punkt ist. Je mehr wir Verantwortung übernehmen, desto weniger wird es das Gegenüber tun, desto mehr gehen die aus der Verantwortung raus. Insofern ganz wichtig, sozusagen die Verantwortung eher beim Klienten zu lassen. Veränderungen brauchen Zeit, habe ich mit dem Raucherbeispiel ja schon deutlich gemacht. Und ob man eine Veränderung tragen kann, kann der Mensch nur selber entscheiden, ob er es aushält, mit sich und seinen Gefühlen klarzukommen. Wir haben vorhin von Traumatisierung und so weiter gehört, das kann ein Mensch nur für sich selbst entscheiden. Und selbst wenn jemand es nicht aushält und jemand sagt, ich will weiter konsumieren und vielleicht einen Lebensweg wählt, der überhaupt nicht unserer ist, Respekt sollte immer dabei sein an der Beratung. Wir achten unser Gegenüber und urteilen nicht über die Entscheidung. Die motivierende Gesprächsführung befindet sich, wenn man sich so verschiedene Beratungsstile anguckt, so in der Mitte zwischen einem lenkenden und einem folgenden Stil. Also es basiert viel auf dem klientenzentrierten Beratungsansatz, aber nur beobachten und dranbleiben ist eben nicht genug. Sicherlich ist Interesse zeigen und zuhören sind das ganz wichtige Elemente, die auch für die motivierende Gesprächsführung wichtig sind. Dazu kommen aber auch noch Sachen wie aktivieren und aufklären, Möglichkeiten aufzeigen. Also es geht ein Stück weit darum, auch Veränderungen anzuregen, Entwicklung anzuregen, aber es geht eben nicht darum, zu steuern und zu bestimmen. Ja, wir wissen nicht sozusagen, die Lösung kann nur so oder so sein und macht das bitte jetzt auch so. Das ist nicht motivierende Gesprächsführung. Die Prozesse, also Entwicklung ist ja prozesshaft und auch Beratung ist prozesshaft. Irgendwie stellt es hier jetzt den Rahmen nicht dar. Sah eigentlich mal anders aus wie vorher, aber ist glaube ich für Sie unwichtig. Sie kennen sie ja nicht. Mich irritiert es nur gerade einen Moment. Am Anfang eines Beratungsprozesses steht natürlich erstmal ein Beziehungsaufbau. Nun muss das nicht eine ganz langwierige Sache sein. Wir Sozialarbeiterinnen denken ja immer oft, Beziehungsaufbau ist etwas, was ganz langwierig ist und wo man ganz tief erstmal einsteigen muss. Unter Umständen ist es so, dass da auch relativ kurze Zeit reicht. Man muss sicherlich den Rahmen klar machen, dass beispielsweise jetzt eine Vertrautheit da ist, dass man das nicht an Dritte weitererzählt, was da passiert, ganz wichtig natürlich. Aber es geht sicherlich auch darum, in dem Moment, wie geht man auf jemanden zu? Und wenn ich auf jemanden zugehe, und sozusagen erstmal gucke, okay, wie geht es dem eigentlich damit? Was macht es dem Menschen so schwer, sich zu verändern? Ja? Wie ist die Situation, in der jemand ist? Wo hadert der? Dann ist das erstmal eine gute Basis und es ist nicht so eine gute Basis, wenn ich vielleicht gleich die Lösung parat habe. Und das ist auch so ein Punkt, da sind wir oft zu schnell. Wir wissen oft schon, wo es hingehen soll. Wir haben schon eine Idee davon, wo jemand vielleicht endet und überfahren da vielleicht ein bisschen dann auch in dem Moment die Gefühle von dem Menschen, der an dem Punkt noch gar nicht ist und vielleicht erstmal ernst genommen werden will, erstmal ein bisschen auch Verständnis haben will für die Situation. Dann muss man natürlich das Ziel abklären, wie gesagt, das kann ganz unterschiedlich sein und aber auch das Ziel kann ja auch eins sein, was letztlich fremdbestimmt ist, man wird vielleicht geschickt von den Eltern, von der Lehrerin oder wem auch immer, insofern geht es immer auch darum, tiefer einzusteigen und zu gucken, was steckt dann da auch noch an Eigenmotivation dahinter, was sind denn doch Gründe, die für Veränderung sprechen, auch in dem Menschen selbst, wo will der hin mit seinen Lebenszielen oder auch sie, was sind vielleicht Befürchtungen, was sind vielleicht Ziele in der Zukunft, was bewegt jemand, um letztendlich so eine Entscheidung zu verfestigen, sich wirklich verändern zu wollen und es sozusagen von dem ersten Anstoß von außen zu was Eigenem zu machen. Ja, und dann geht es natürlich um eine konkrete Planung, dass man Schritte festlegt und die auch formuliert und auch Verbindlichkeit herstellt. Insofern
ist so ein bisschen die Reihenfolge, die erstmal die kooperative Partnerschaft als Basis, dann das Bestimmen der Veränderungsziele, das wirkliche Gucken nach den Gründen für eine Veränderung, da tiefer einzusteigen und dann die konkreten Schritte anzugehen. Einmal nochmal zusammengefasst, die Ziele der motivierenden Gesprächsführung, ganz klar erstmal Förderung von Veränderungsmotivation und aber eben auch Stärkung der Änderungszuversicht, weil es nützt nichts sozusagen, wenn ich mich verändern will, aber mir das nicht zutraue, noch weniger nützt es, wenn ich denke, ich kann das auf jeden Fall, aber will es gar nicht. Also die Sachen müssen auf jeden Fall, das sind zwei ganz wichtige Faktoren, die gestärkt werden müssen. Und die Prinzipien sind eben eine empathische Grundhaltung, dass ich akzeptiere, was mein Gegenüber ist, wie mein Gegenüber denkt, dass ich eher auf kooperativer Ebene agiere, nicht bestimme, nicht weiß, was besser ist, nicht bevormunde und dass ich Eigenmotivation fördere und die Methoden, die verwandt werden und nach denen haben wir ganz gezielt auch geguckt, dann ist es in den Settings Eltern, Schule nicht so ganz einfach sozusagen immer all diese Methoden zu finden, wir werden gleich mal sehen, was wir da bei Judith vielleicht erfragen können. Ja, es geht eben eher darum, Wertschätzung entgegenzubringen, eher offen zu fragen, eher nicht so direktiv zu sein, die Methoden stehen da. Vielleicht steigen wir mal ein in die Diskussion mit Judith und lassen die Folie einfach mal dran, genau. Wir hatten erst auch überlegt, in welcher Rolle sprechen wir dich jetzt an, aber jetzt mit so einem bockigen Mädchen zu reden, wäre auch nicht so gut. Von daher sprechen wir... Das ist ja ein Widerstand, den wir nicht mitmachen. Genau. Reden wir mit dir als Judith und du guckst mal auf deine Rolle als Lisa Niemeyer. So. Wir haben was vorbereitet und auch da wieder festgestellt, das Leben ist manchmal ein Drittel davon geht vielleicht und der Rest muss spontan erfolgen. Genau. Willst du anfangen? Nee, weiß nicht. Oh je. Vielleicht was grundsätzlich. Wir haben uns erstmal Gedanken gemacht, so eine Grundhaltung. Ich lege einfach mal los. Ja, mach mal. Diese Grundhaltung zum Thema Würdigung, Empathie, erstmal auch so das Gefühl zu haben, der Rahmen in dem Gespräch, ne, der ist sowas Würdigendes, kann ich vielleicht mal so ein Fazit von dir. Ich würde jetzt mal eher mit sowas Offenem einsteigen. Wie hast du das empfunden als junges Mädchen? Also in der Rolle jetzt. Achso, ja. In der Rolle der Lisa, ganz wichtig, im Gespräch mit der Mutter, ich fühlte mich schon überrumpelt, natürlich, weil ich komme nach Hause nichts ahnend und dann fragt sie mich so Dinge und plötzlich kommt raus, sie hat in meinem Tagebuch gelesen, das ist natürlich irgendwie kein guter Start, also da fühlte ich mich nicht sonderlich gewertschätzt, weil ich eigentlich das Vertrauen habe, in meinem Zimmer dürfen die Sachen so liegen und da wird nicht einfach drin rumgewühlt, das war also wie so ein Hinterrücks nach mir gegriffen und das war keine gute Basis, um halt wirklich, dass ich mich hätte mitteilen können als Lisa, wie es mir geht oder was ich so mache oder so. Also. Und ach so, und im Gespräch mit der Lehrerin, mit der Frau Kraft, fühlte ich mich natürlich auch ein bisschen, ja, so auf den Zahn gefühlt. Ich bin ja zu spät gekommen, es stimmt auch alles, was sie sagt. Aber dennoch war es für mich jetzt schwierig, da offen zu reden, was mir wichtig ist. Weil es gab immer die Aussage, dass sie sich Sorgen macht, dass sie aber auch schon meine Mutter benachrichtigt hat, dass ich vielleicht den Schulabschluss nicht schaffe, dass mein Freund auch das Abi nicht schafft. Das war erstmal so eine Aufzählung von ganz vielen bedrohlichen Dingen. Und da hätte mir vielleicht als Lisa geholfen, vielleicht offener zu fragen, wie es geht oder so ein bisschen weniger das Aufzählen der Fehler, Schwächen, sage ich jetzt mal. Also da darf natürlich drüber gesprochen werden, aber vielleicht zum Anfang, dass erstmal eine Basis fürs Gespräch geschaffen ist, die nicht, weil ich habe das schon als ein bisschen anklagend empfunden. So, ist klar, jetzt nach dem Turnunterricht wird jetzt erstmal gesprochen. Gleichzeitig hat die Lehrerin ja doch mehrere Sachen betont, die sie sehr an dir geschätzt hat. Also du bist ein super Sportass und hast früher Sachen ganz toll gemacht. Und so, wie kam das eigentlich bei dir an? Ja, das habe ich als Lisa sehr, also habe ich mich gefreut. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl gehabt, ja, so kennt sie mich und jetzt bin ich anders. Jetzt hat sich bei mir im Leben ja auch was verändert. Und das ist nicht willkommen. Ich muss eigentlich genauso sein, wie ich war. Ich muss eine super
Streetdance-Aufführung machen, ich muss weiter super Noten haben. Und warum ich vielleicht anders bin oder warum eine Veränderung jetzt eintritt, das schien mir, als wäre das nicht so erwünscht. So. Also das eine hat das andere so ein bisschen, ich finde, das passt zu diesem Ambivalenzthema. Ne? Die Würdigung war was ganz Positives, was ganz Wichtiges und dann hinterher das Gefühl zu haben, aber es zählt auch nur das eine und nicht beides. Da sind wir ja wieder bei dem Thema mit der Ambivalenz und wie wichtig ist das eigentlich ist, das zu sehen. Ne? Ja, darf ich eine Frage stellen? Nee, eine Frage mit auch zu diesem Thema. Du hattest auch gesagt, offen zu fragen. Und es gab eine Szene, das war mit der Mutter Frau Niemeyer. Ich weiß ihren Vornamen gar nicht mehr. Susanne. Die hat am Anfang eine Frage gestellt, hat sie kurz geschildert mit dem Lehrerin, hat angerufen, was könnte die denn wollen? Und mir ist es aufgefallen, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, da war eine total lange Schweigepause. Und da habe ich gedacht, na, was der Lisa da wohl durch den Kopf geht, kannst du dich daran erinnern? Und ich fand es toll, diese Pause auszuhalten, also dass da keiner, dass auch die Mutter nicht gleich angefangen hat. Und ja, dachte, das ist eine interessante, weil es ist eine sehr offene Frage, was könnte die denn wollen? Und ja. Ja, also das war natürlich, mir war dann als Lisa klar, also was könnte die wohl wollen, mir war schon klar, was die will. Ich weiß ja, dass ich da zu spät komme und ich weiß natürlich auch warum und habe natürlich dann überlegt, was mache ich jetzt? Ich will ja nicht darüber reden, dass ich mit meinem Freund regelmäßig kiffe, inzwischen auch rauche, weil es mit dem Kiffen dann besser klappt und das wissen meine Eltern alles nicht. Und habe dann einfach nur überlegt, wie komme ich da am besten jetzt raus? Also was mache ich jetzt? Ja. Okay. Also du bist ganz schön ins Nachdenken gekommen eigentlich, ja. Ne? Ins, so ein bisschen auch unter Druck und... Ja. Entschuldigung, ich habe ja eine laute Stimme. Das, ja, das stimmt. Ich kann das auch ohne Mikro. Okay. Von wegen Ambivalenz ist mir gerade noch aufgefallen. Die Lehrerin, Frau Kraft, hat ja viele Nachteile erzählt, was sich verändert hat. Aber auch die Mutter hat ja versucht, dir deutlich zu machen, warum Kiffen schlecht ist. Unter anderem, weil es das Gehirn schädigt und viele andere schädliche Auswirkungen hat. Denken ja manchmal Eltern auch sozusagen, dass so diese Argumente, dass das zieht, dass das irgendwie, dass man damit jemanden erreicht. Hat dich das erreicht? Also das hat mich nicht so wirklich erreicht, weil ich natürlich das Gefühl habe, ja okay, da passiert vielleicht irgendjemanden, der 100 Jahre kifft, der hat dann da irgendwie, weiß ich nicht, also ein geschädigtes Gehirn oder so. Also ich habe da das Gefühl gehabt, das betrifft mich nicht so. Also da wollte ich irgendwie, das wollte ich so auch nicht wissen. Also weil ich empfinde das ja ganz anders und ich merke zwar, dass es mit der Schule jetzt ein bisschen schwierig ist, da so anwesend zu sein, aber ich habe keine Angst davor, dass ich total abdrifte und also das denke ich bislang noch sozusagen. Du sagst, du empfindest das ganz anders. Wenn dich jemand gefragt hätte, wie du es empfindest, wie wäre das gewesen? Ja, es kommt drauf an, wenn das jetzt nicht so mit dem Vorfeld schon so ein bisschen anklagend oder ich habe ins Tagebuch geguckt, wenn das eher so neutraler wie, dann hätte ich vielleicht sagen können, dass ich das schon ein bisschen anstrengend finde, einerseits mit meinem Freund zusammen zu sein, die Zeit zu verbringen und dann andererseits auch noch die Schule mit allem zu schaffen, den Erwartungen auch und dem, was da alles tagtäglich passiert. Also es ist auf jeden Fall ein Druck, den verspüre ich auch. Aber ich will das nicht zugeben, weil da müsste ich ja ganz viel darüber offenbaren. Und da habe ich das Gefühl, dass die wollen mir das dann wegnehmen, das, was ich eigentlich ja Schönes auch damit verbinde, dass ich eben mit einem Freund zusammen kiffe. Es gab eine Szene, das passt dazu und auch zu diesem Ambivalenzthema, da hattest du gesagt, ich weiß nicht, da ging es auch um Überzeugung, ich glaube, es war das Gespräch mit deiner Mutter, da ging es, war auch wieder so ein bisschen sehr Überzeugung und so und da kann es doch hingehen, etwas Moralisches bekam das, was auch, glaube ich, ganz typisch ist für Gespräche zwischen Eltern und Kindern in dem Alter. Und du hattest einmal den Satz gesagt, ich will doch auch nur was vom Leben haben. Das ist mir total in Erinnerung geblieben, die habe ich richtig aufgeschrieben, weil ich dachte, ach interessant, da mal nachzuhaken. Also wäre das, die Frage ist, du als 15-Jährige, was wäre denn gewesen, und das war, glaube ich, war das Mutter oder Lehrerin, ich weiß nicht mehr. Wenn da jemand sagt, was heißt denn das für dich? Wäre das gegangen?
Ja, also das wäre sogar sehr gut gewesen, glaube ich. Also ich als Lisa hätte mich nämlich ernst genommen gefühlt und auch, da wäre mal vielleicht Zeit gewesen, um zu hören, was mir jetzt wichtig ist. Mhm. Weil da existiert ja immer noch das alte Bild. Die Lisa, die geht am Wochenende da und macht Meisterschaften im Tanz und ist eine super Schülerin. Und es hat sich nun mal geändert. Es sind andere Interessen und alles hat eine andere Wertigkeit. Das hätte mir, glaube ich, geholfen, mhm, weil ich ja anders mich respektiert gefühlt hätte. Du hast ja sehr heftig darauf reagiert, dass deine Mutter das Tagebuch heimlich gelesen hat. Also nicht nur du, der Saal auch. Also Raunen ging hier durch den Raum irgendwie. Zu späterem Zeitpunkt hat die Mutter dann auch gesagt, ich verstehe, dass du das krass findest. Du hast ja recht, das hätte ich eigentlich nicht machen sollen. Mein Eindruck war, es hat dich ein bisschen runtergebracht. War das so oder? Ja, ich fand zumindest gut, dass sie das gesagt hat. Mhm. Sie hätte sich durchaus nochmal dafür entschuldigen können, mhm, okay, weil das schon so, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann wirklich alles so liegen lassen und das ist so eine Privatsphäre und das wird jetzt auch nach dem Gespräch mich ein bisschen irritieren noch, dass ich nicht weiß, ich würde mein Tagebuch jetzt nicht mehr da liegen lassen. Aber trotzdem war es gut, dass sie es gesagt hat und dass es eine Motivation gab natürlich, warum sie das gemacht hat. Mhm. Da komme ich nochmal zu diesem Thema Gesprächseinstieg, weil du sagtest eben, naja, so mit der Tür ins Haus, das war bei der Lehrerin ja nicht so angenehm. Und eher doch mal am Anfang so ein bisschen Beziehungsaufbau, also so ähnlich habe ich es jetzt gehört. Deine Mutter hat das ja versucht, die hat erstmal so, was ist denn da los, was könnte das denn sein? Und dann kam nach 10 Minuten platzte die Bombe, mhm, mit dem Tagebuch. Eigentlich weiß ich ja schon alles. Und meine Frage, wie denn nun? Mit der Tür ins Haus, wäre das nicht in dem Moment besser gewesen? So, oder lieber verheimlichen, dass man Tagebuch gelesen hat und total empathisch. Also wie macht man es jetzt richtig? Vertrauen? Bomben verheimlichen? Ja, gute Frage. Also beides ist blöd. Also hätte sie es direkt gesagt, dann wäre, ja, vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen, weil so habe ich mich auch ein bisschen verarscht gefühlt. Sie kommt da an, ja, was kann die denn wollen? Ja, was denn? Weißt du doch alles schon. Also das war so ein bisschen blöd. Also dann lieber sagen so, Mensch, ich habe gerade was ganz Beklopptes gemacht, das tut mir sehr, sehr leid. Und hör mal zu, so und so. Das ist vielleicht der bessere Start als dann so, Hallöchen, ich habe übrigens gerade. Ja, ja. Und gepaart mit so einer Entschuldigung, ne? Ohne dass das ein großer Gesichtsverlust, da ja, haben ja auch vielleicht Eltern dann Angst vor, ne? Oh Gott, wenn ich jetzt sage, ich habe was falsch gemacht, man will ja, es ist so ein Machtspiel in dem Moment auch und es ist ja ein total guter Appell, sagen, nein, das kann man sich in dem Moment erlauben. Ich finde auch egal, ob jetzt Eltern oder Fachkraft, sich für was auch zu entschuldigen und zu sagen, tut mir leid und gleichzeitig ist dadurch jetzt ein Thema auf dem Tisch und weiß ich nicht, erleichtert mich auch oder bringt uns ins Gespräch oder keine Ahnung. Ja, weil dadurch wird ja auch niemand ist halt perfekt und damit ist meine Mutter auch nicht perfekt oder die Lehrerin ist nicht perfekt, indem sie zugibt, ja, ich habe jetzt eigentlich auch was falsch gemacht. Am schlimmsten wäre es zu verheimlichen, weil das hätte ich vielleicht gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, woher weißt du jetzt was und dann würde mich das verfolgen, so, dann würde so Misstrauen, sage ich mal, dauerhaft vielleicht bleiben. Also von uns aus, ich würde schon fast sagen, wir würden mit unseren Fragen fast zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, ob es zwischendrin vielleicht noch Fragen aus dem Publikum an dich gibt. Ah. Ganz viele sogar. Ja. Rüber. Hallo, ich wollte nur noch mal für die, die es vielleicht noch nicht gemerkt haben, ansagen, dass es die Aufgabe der Mutter und der Lehrerin nicht war, das möglichst perfekt zu machen, sondern Anlass zur Diskussion zu bieten. Das wollte ich nur als kleine Bemerkung machen, nicht, dass wir jetzt alle denken, mein Gott, wie kann man denn nur? ja. Gut, dass du das nicht zu sprechen hast. Ja. Ja, ich wollte nochmal, Judith, dich fragen, du hast ja vorhin gesagt, naja, ist ja, wenn das so und so gekommen wäre, da hättest du ja sagen können, ist ja blöd, Ambivalenz, mein Freund und Kiffen ist natürlich eine super coole Sache und irgendwie ist aber auch die Schule und das auch da und das noch zu schaffen. Hätte die Lehrerin das in der Situation oder vielleicht auch in einer anderen ansprechen dürfen und wenn ja, also hätte die das sagen können, du Judith, du, Lisa, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, mit einem Freund abhängen, der 3 Jahre älter ist als du, schon voll erwachsen und cool und kiffen tut ihr sicher auch, ist die eine Sache und die andere ist Schule, vielleicht hast du die Flinte noch nicht ganz ins Korn geschmissen und willst ein MSA doch machen, stelle ich mir nicht so einfach vor. Hätte die das gedurft und wenn ja, wie wäre das gewesen?
Also grundsätzlich glaube ich, hätte sie das gedurft. Also weil wenn es so genauso ausgedrückt, dann wäre es ja wirklich so eine Art, wir reden mal drüber, wie geht's dir denn überhaupt? Da gibt es ja diese zwei Sachen, die müssen irgendwie balanciert werden und das stelle ich mir schwierig vor. Das ist irgendwie eine andere Augenhöhe als, da ist irgendwie, ich mache mir ja so Sorgen und hier, da ist das und das und das, so und so viel mal zu spät gekommen. Was soll ich denn da als Lisa sagen? Ja, das stimmt, aber was, also, ne? Also das wäre eine andere Möglichkeit gewesen, auf jeden Fall, um vielleicht mehr in ein gleichberechtigtes Gespräch zu kommen. Was sind meine? Ganz kurz nach. Danke, das wusste ich ja wirklich, war eine offene Frage und das ist für mich nochmal eine Ermutigung, immer wieder nach der Ambivalenz auch hinzuschauen. Frau Winkler hat es vorhin so oft, Sie haben das so toll gesagt, raus zu empfinden, zu spüren, was da das Dilemma sein könnte und das vielleicht mal wertneutral auch in den Raum zu stellen, weil da kommt dann irgendwas, keine Ahnung jetzt, wie frech du dann da in deiner Lisa-Rolle darauf reagiert hättest, aber irgendwas wäre wahrscheinlich gekommen. Und das finde ich als eine extreme Ermutigung in solchen Situationen. Also ich möchte gerne jetzt mal so den Part der Mutter nochmal, weil ich ja selber auch betroffen bin, erzählen. Es ist völlig normal, wenn man spürt, dass mit dem Kind, und das ist wirklich erstmal nur eine emotionale Sache, dass mit dem eigenen Kind, meine Tochter heißt übrigens auch Lisa, deswegen fällt mir das jetzt ganz, ganz leicht. Also ich habe ganz viele Bilder jetzt im Kopf. Natürlich fängt man als Elternteil, oder nehme ich den Vater natürlich mit rein, man merkt, es passiert was, das Kind verändert sich und man spricht das Kind an und das Kind sieht natürlich dieses Problem überhaupt nicht. Weil erstmal glaube ich, dass sie es auch wirklich so empfinden. Und wir als Eltern und auch als Lehrer natürlich dann ganz anderen Fokus drauf haben. Was für uns Eltern, und da spreche ich jetzt wirklich mal für uns alle, also auch für unsere Eltern, die in die Gruppen kommen, was ganz schwierig ist, ist, die Eltern haben ja nicht nur dieses familiäre Problem, sondern sie kriegen ja auch unglaublich viel Druck von der Schule. Also wie oft die Schule angerufen hat, sie müssen mal wieder mit ihrer Tochter reden. Und die ist in der Schule genau mit den schwierigen Jungs zusammen, die auch alle kiffen. Wo ich dann gesagt habe, ja super, was soll ich da machen? Also soll ich jetzt da 12 Stunden in der Schule stehen? Geht überhaupt nicht, ja? Wo lasse ich den Druck? Ja, das kann ich dann, ich kann mich erinnern, ich bin dann zu meiner Tochter gegangen, habe immer gesagt, du bist jetzt ganz ruhig, du willst jetzt nicht anklagen, ja, und habe aber innerlich, mein Herz war auf 1000 und dann kommt es auch darauf an, wie weit ist sie schon in der Sucht drin? Also wie weit ist Lisa drin in der Sucht? Ist es noch am Anfang? Erreiche ich sie viel eher? Ist sie schon weit drin? Dann reichen Gespräche, also würde ich nie wieder diskutieren. Das sind 3, 4, 5 Fragen und dann reicht das und dann muss wirklich gehandelt werden. Und das ist der schwierige Weg, wie handle ich dann? Und ich glaube, dass das immer noch auch in den Fokus muss, wie fühlen sich die Eltern? Was ist für ein Druck auf den Eltern drauf? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, also es gibt dort, da hinten, oh Gott, lass mich jetzt zerteilen. Jetzt werden die inneren Stimmen jetzt auch noch äußere werden? Also, also ich denke immer so an meine eigene Kindheit, wenn nur Jugend, wenn ich irgendwelche Leute, jungen Leute vor mir habe. Und als ich 15 oder bis 20 war oder sowas, waren meine Eltern, die ich im Nachhinein als ziemlich nett beschreibe und es waren tolle Eltern, ja, es geht gar nicht irgendwie, wie die waren, ne? Also ich fand die fürchterlich. Und wenn ich mir jetzt überlege, irgendwie, ich hatte jetzt, was Herr Tabatabai vorhin gesagt hatte, dieses Big Lebowski beispielsweise Image, also die Gegenmacht, also auch was so, ich kenne so Sprüche, die größte Gefahr, die vom Kiffen ausgeht, ist die Polizei, die einen dabei erwischt oder so, oder irgendwie solche Sachen, ne? Also das Bild, was auch von der Peer Group geprägt wird, ist, glaube ich, kann so übermächtig sein, ich kann mir kaum vorstellen, dass man auch als netteste Eltern und empathischste Eltern wirklich dagegen ankommt, ganz alleine, zumindest nicht so in 1, 2 Gesprächen, vielleicht irgendwie durch eine grundsätzliche Grundhaltung, die man in der Kindheit anfängt, ne? Und auch nicht als nettester Sozialpädagoge. Ich glaube, dass die Konkurrenz wahnsinnig groß ist. Also ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen pessimistisch, dass man allzu viel erreichen kann. Ich hoffe, dass Inga nachher noch ein bisschen von dem Pessimismus nehmen kann, weil du sagst ja noch mal zu den verschiedenen Rollen. Und eins, zwei. Jetzt geht's. Nicht zu dicht dran halten.
Ja, ich hätte mal eine Frage noch an die Lisa. Mich würde mal interessieren, als du mit deiner Mutter gesprochen hattest oder nach Hause kamst, wenn die Mutter gar nicht so eine lange Einführung gemacht hätte, sondern gesagt hätte, ich muss mit dir ernsthaft reden, ich weiß, dass du kiffst. Wie wär's denn damit? Also wenn sie gar nicht erst diese lange Vorrede und was ist mit dir los und so weiter, also wenn sie dich direkt und unmittelbar damit konfrontiert hätte und gesagt hätte, ich weiß, dass du kiffst, warum machst du das? Oder so in der Art, hättest du dann auch so zugemacht? Oder? Also ich hätte sicherlich probiert, so wieso, woher weißt denn das? Also was soll denn das? Also woher willst du denn das wissen? Also ich hätte schon versucht, das abzublocken und dann hätte sie ja irgendwas sagen müssen und dann wäre vielleicht doch wieder das Thema mit dem, woher sie weiß es durchs Tagebuch, keine Ahnung. Also ich hätte in jedem Falle, natürlich weiß ich das, man weiß nie, was genau passiert wäre, hätte, aber ich glaube, ich hätte genauso erstmal versucht, das abzublocken, weil das schon so eine, ja, das ist ein großes Ding. Soll ich da erstmal muss das weg, so. Okay, die gleiche Frage würde ich auch stellen, aber danach jetzt noch, welche Person wäre denn richtig, um mit dir über deinen Konsum zu sprechen? Also, die Lehrerin ist es nicht. Die Lehrerin ist eine Machtperson, wo das Vertrauen, naja, ist. Die Mutter ist, oder Eltern sind Eltern, ja. Aber welche Person würdest du brauchen, vertrauensvoll über deinen Konsum zu sprechen? Ich denke jetzt gerade, die Nisa hat noch eine etwas ältere Schwester. Also das ist vielleicht was, weil da ist dann eher eine Komplizenschaft, aber vielleicht auch nochmal so eine andere, sich anzuvertrauen. Also so eine Person oder eine Freundin, wobei die Freundin, naja, weiß ich nicht. Aber eher jemand, der nicht Eltern ist und nicht irgendwie Lehrerin oder halt noch jemand anders, der in der Schule, weiß ich nicht, da mal mit, ja, Sozialarbeiter oder so, der mich nicht ständig kennt und also wo ich nicht ständig von beäugt werde, sondern der einfach mal so dazukommt. Glaube ich so. Wobei, jetzt würde ich noch mal eine Brücke auch zur motivierenden Gesprächsführung schlagen. Also für dich als Lisa empfunden, gute Ansprechpartnerin mag ja sein. Also ist ja auch wichtig, die zu haben. Wobei die motivierende Gesprächsführung ja ganz klar sagt, auch die unbequemen Gespräche sind total wichtig. Ist das Mikro eigentlich an? Ja. deswegen wäre mir das wichtig, nochmal zu sagen, es geht, also wer wäre für dich nochmal zusätzlich ein wichtiger Ansprechpartner und nicht der Richtige und die anderen Gespräche sind somit, die braucht man nicht zu führen oder so, ne? Also auch, genau, deswegen, also. Kannst du unterstreichen? Ja, unterstreichen. Nicht nur Gespräche, die sich positiv anfühlen und schön sind, sind erfolgreiche Gespräche. Also ich glaube, man braucht auch unter Umständen mal konfrontative Sachen, die sich nicht gut anfühlen und die trotzdem aber auch eine Wirkung haben. Also ich denke jetzt, wenn, also so wie das jetzt stattgefunden hat, Lisa hat sowohl mit der Mutter, mit der Lehrerin und wenn dann jetzt Nummer drei vielleicht so eine Art Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter oder jemand, der als Dritter dazukommt, vielleicht ist das ein guter Weg. Mhm. Vielleicht ist das eine gute Überleitung zu dem Rollenthema, oder? Stopp. Okay. Genau. Ich wollte nur noch ganz kurz ergänzen und vielleicht eine Lanze auch für die Lehrer brechen. Ja. Ich musste ja ganz bewusst nicht motivierend intervenieren, sondern eben tatsächlich immer so diesen erhobenen Zeigefinger und anklagend sein. Und ich denke auch, wenn viele Lehrer in der motivierenden Gesprächsführung geschult sind, haben sie auch einen guten Zugang zu den Kindern. Wir haben es einfach anders gespielt. Ja. Ne? Also es gibt auch genügend Lehrer, die es dann auf dem Weg auch schaffen können. Also nicht nur, es kann auch der Lehrer sein. Absolut. Ich hatte ehrlich gesagt bei beiden Situationen, also mit der Lehrerin und der Mutter, das Gefühl, dass der Lisa sozusagen erklärt wurde, was eigentlich ihr Problem ist. Oder dass, ne, du selber hattest ja gar nicht so ein Problembewusstsein. Und mich würde einfach nochmal interessieren, sozusagen für den Fall, also was genau noch Fragentechniken wären, um dieses Problembewusstsein zu schaffen. Und B, für den Fall, wenn einfach tatsächlich rauskommt, das Kind hat gar kein Problem, wie dann weiter? Danke, kannst du mal dich jetzt noch nicht hinsetzen. Also das ist jetzt, ich finde das auf den Punkt zu bringen schwierig, weil dann müssten wir jetzt hier einen langen Vortrag über motivierende Gesprächsführung und günstige motivationsändernde Fragestellungen und Gesprächstechniken halten. Das können wir heute nicht. Kann ich einladen zu einer Fortbildung dazu oder
Es kommt auf den, ich würde sagen, es kommt auf die Phase der Motivation von Lisa drauf an, was passt. Wenn Lisa jemand ist, der sagt, ah ja stimmt, ich bin in meiner Ambivalenz, ich bin mir eigentlich selber schon so klar und ich bin auch echt ambivalent, ich merke, das wird immer schwieriger, dann sind es andere Sachen, die man macht, als wenn man mit einem Mädchen zu tun hat, das eigentlich sagt, was habt ihr eigentlich alle für ein Problem? Meins ist es jedenfalls nicht. Und daran muss man sich orientieren. Ne, und da ist es, und bei einem Mädchen, was vielleicht erstmal sagt, lasst mich in Ruhe, ich habe kein Problem, ich kriege das, Mann, das mit Schulabschluss ist noch so fern. Da ist es ja wichtig, am Ball zu bleiben, Rückmeldung zu geben, klar zu bleiben. Die Lehrerin hat es total gut gemacht. Viel beschreiben, was ist. Ne? Wenn sie sagt immer, ist kein Problem, du kommst aber jetzt zum 6. Mal, von 7 Stunden warst du 6 nicht dabei und so weiter. Also das sind dann ja total wichtige Sachen, die auch gelaufen sind und die nicht auf offene Arme stoßen. Also man darf dann auch nicht erwarten, dass eine Lisa dann sagt, ach, jetzt ne, sehe ich mein Problem. Aber in der Hoffnung, sie geht nach Hause und denkt sich, und es fängt an zu arbeiten und nachzudenken und so. Also, ne, jetzt. Wir haben ja auch nachher nochmal Zeit am Tisch. Geben ist schwer. Wir haben noch Zeit am Tisch. Da kann man vielleicht nochmal konkretisieren. Da können wir es vielleicht nochmal konkretisieren, ja. Ja? Dann, genau, für weitere Fragen nachher den World Café-Tisch zu dem Thema. Und dann würde ich jetzt meine abschließenden Folien zum Thema Rolle. Vielen Dank, Judith, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Du darfst dich jetzt hinsetzen, man steht da nämlich komisch. Genau, das Thema Rolle. Wir haben ja zwei verschiedene, es klang ja jetzt auch gerade wieder an, Eltern sind in einer anderen Rolle als Fachkräfte. Maud Winkler hat das Thema Rolle ja nochmal auf einem ganz anderen Blickwinkel. Ne? Selbst ich als Fachkraft, ich habe zwar eine Rolle, aber steht da diese professionelle Rolle immer im Vordergrund oder sind das nicht ganz andere Motive, die mich jetzt gerade zum Handeln oder Reden oder Fühlen oder wie auch immer bringen? Und es ist oft so, auch wenn wir motivierende Gesprächsführung schulen, kommen ja oft so Fragen, naja, hier Empathie, Würdigung, Veränderung ist ein Prozess, geht nicht. Wir haben hier irgendwie Auflagen bei uns in der Jugend-WG oder in einem Jahr ist irgendwie MSA drin, von wegen, wir können jetzt irgendwie auch nicht warten, bis da jemand seine Veränderungsmotivation jahrelang entwickelt. Was machen wir denn dann? Und von daher ist es einfach wichtig zu wissen, in einem institutionellen Kontext haben wir auch immer verschiedene Rollen. In der Suchtberatung ist es einfach. Ne? Wir haben in der Suchtberatung gearbeitet, da bin ich Suchtberater, da kann ich Begleiter sein, da kann ich ganz beim Klienten sein. Das geht in einer Institution wie Schule oder auch in der Jugendhilfe oft nicht. Das kann ein Dilemma sein, aber man kann auch einfach sagen, es ist, wie es ist und ich muss es einfach klarkriegen und irgendwie transparent kommunizieren. Also einfach mir bewusst sein, ich bin Berater und Begleiter. Lehrer werden immer mehr Berater und Begleiter von Schülern, auch in Fragen, die über Wissensvermittlung und Abfrage hinausgehen. Und gleichzeitig bin ich sanktionierend, ich bin absolut bewertend von Leistung. Klar, muss Noten geben. Ich bin auch jemand, der kontrolliert. In der Jugend-WG vielleicht auch. Ja, man ist Berater, Begleiter, Jugendliche aus sehr schwierigen Lagen, Situationen. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch eine Einrichtung, die Drogentests macht, die bestimmte Auflagen hat und so weiter. Und es ist einfach erstmal der erste Schritt, ist ja nur das bewusst zu haben und zu sagen, es gibt diese verschiedenen Rollen und ich muss es irgendwie kommunizieren. Ich muss mir überlegen, in welcher Rolle sitze ich hier jetzt? Bin ich jetzt hier als Berater, Begleiter oder bin ich jetzt in der Rolle von jemandem, der sagt, du hast gegen die Regeln verstoßen und jetzt passiert das und das? Dazu gibt es natürlich auch noch so was Externes. Ne? Es kann ja sein, ich möchte Vertrauensaufbau. Ich habe einen schwierigen Jugendlichen, der ist nicht so leicht zu greifen vielleicht. Mein Ziel ist es, den jetzt erstmal in Kontakt zu kriegen. Meine Kollegen, mein Gegenüber sagt, der Jugendliche will bloß meine Ruhe, keinen Bock auf Kontakt, würde am liebsten jetzt erstmal gar nicht reden. Dann gibt es Kolleginnen, die vielleicht sagen, hart durchgreifen, nix hier, Kontakt, Good Cop, wir wollen, dass der endlich mal hier gut läuft. Vielleicht gibt es Vorgesetzte, die kommen mit Kostendruck, Platzbelegung, Rufschädigung und es gibt so viele Interessen und jedes Interesse ist ein Stück weit ja berechtigt aus der Perspektive desjenigen und von daher zu diesem Intrarollenthema, was bin ich jetzt eigentlich hier gerade, kommt dieses Thema natürlich auch nochmal, auch ein Dilemma und es ist nicht einfach, aber es ist ganz wichtig, diese Sachen, bevor ich in ein Gespräch gehe, auch erstmal für sich zu klären und vor allen Dingen dann natürlich im Team auch zu besprechen.
und auch zu kommunizieren und zu sagen, wisst ihr was, schön und gut hart durchgreifen, ich glaube das und das ist jetzt wichtig, wie machen wir das zusammen? So, könnt ihr das stehen lassen oder muss ich da nochmal was verändern an Haltung, so da offen zu sein und reflektiert. Genau, und das zum Gesprächsbeginn klarzulegen, das ist natürlich immer gut zu sagen, also wenn man es klar hat, auch jemandem zu sagen, du pass mal auf, du kennst mich auch als Begleiterin und Beraterin und wir haben jetzt hier aber gerade mal ein ganz anderes und sehr unangenehmes und ein Regelthema auf dem Tisch. So, ja, dann nochmal Überlegungen zur Elternrolle. Gerade so in dem Alter, Cannabis, vielleicht ja auch einhergehend so mit Pubertät, ist ja auch nochmal so eine Veränderung in der Elternrolle, ne, mit kleinen Kindern, man ist eher ja sehr versorgend als Eltern, man kann schön vorgeben, oft machen, also meistens machen die Kinder noch, was man von ihnen will, und ab einem gewissen Alter verändert sich das, da wird man ja vielleicht wirklich eher Begleiter und eher jemand, der auch punktuell Kontakt hat und guckt hat und ne, man bekommt weniger Informationen über das, was mein Kind eigentlich den ganzen Tag so macht. Und ich finde, das hat Herr Tabatabai auch ganz gut gesagt, da ist es so wichtig, diese Beziehung zu halten. Ne, und es geht auch um Auseinandersetzung, das war ja auch nochmal Tenor, zu sagen, die brauchen, es geht auch um Halt, es geht darum, Grenzen kann ich nur überschreiten, das fiel ein paar Mal heute, es ist wichtig, in der Jugend Grenzen zu überschreiten, geht natürlich nur, wenn ich Grenzen gesetzt bekomme. Also wenn mir jemand sagt, hier ist Schluss, als Eltern vielleicht nochmal mit dem Wissen, werden auch manchmal halt übergangen, die Grenzen gehört auch dazu, aber es geht halt nur, wenn ich sie setze und wenn ich mir klar mache, wo sind eigentlich meine Grenzen. Ich habe letzte Woche ein Telefonat mit einer Mutter gehabt, das ist mir dazu eingefallen, einer Mutter von einem jungen Mädchen, was sehr, sehr lange schon sehr viel kifft und Alkohol trinkt und die hat dann auch im Zimmer gestöbert und Alkoholflaschen im Zimmer und das Mädchen war auch erst 15,5 oder so. Und da habe ich wirklich auch lange mit ihr und die hat gesagt, heute Abend spreche ich wieder mit meiner Tochter, mein Mann und ich sprechen. Und dann haben wir eigentlich 20 Minuten erstmal überhaupt nur darüber geredet, was wollen die eigentlich für Regeln zu Hause, dass sie sich mit ihrem Mann hinsetzt und sich überhaupt erstmal überlegt, was wollen wir ihr eigentlich heute Abend sagen? Was geht und was nicht? Wo ist Ende im Gelände und wo ist noch bei uns irgendwie Handlungsspielraum und Toleranz? So, und das ist mir nochmal so eingefallen, wo ich dachte, ja, es ist so wichtig, das auch klar zu haben. Und so eine Balance zu finden, ne? Es geht um Strengen, es geht aber auch um Nachgiebigkeit, es geht darum, nicht überfürsorglich zu sein, keine Helikoptereltern, aber irgendwie desinteressiert, ist mir alles egal, auch nicht, sondern das ist ja das Schwierige für Eltern, da eine Balance zu finden, die kann einem eigentlich kein Elternratgeber geben, sondern die muss man ja, jedes Kind ist anders, zu Hause auch nochmal selber aushandeln. Der letzte Satz, Autorität basiert nicht auf Drohung und Bestrafung, sondern auf Präsenz, heißt eigentlich nicht, Eltern hört alle auf zu arbeiten und seid den ganzen Tag für eure Kinder da, sondern ja, schon auch ein Stück Zeit nehmen, aber gerade wenn es aus dem Ruder, also gerade wenn es Situationen gibt, die schwierig werden, eher wieder in Kontakt zu gehen. Ich habe in der Berliner Zeitung neulich auch einen Zeitungsartikel gelesen und die Quintessenz war, sicher gebundene Kinder akzeptieren besser die Autorität ihrer Eltern als unsicher gebundene Kinder. Das kann man jetzt auch wieder diskutieren und differenziert sehen, aber ich fand es trotzdem eine gute Aussage zu sagen, Beziehung, ja, Bindung und die Sicherheit zu haben, meine Eltern oder vielleicht auch pädagogische Bezugspersonen, die sind für mich da, auch wenn es mal schwierig ist. Und wenn es auch mal schief läuft, so. Und es muss immer nicht Harmonie sein und es muss nicht immer alles nett sein. Und trotzdem ist es wichtig, im Kontakt zu bleiben und da zu bleiben. Und ja, zwei Sätze noch, zwei Zitate. Nee, ach doch nochmal hier was zur Elternrolle. Wir haben eine Studie gemacht, die Ja-Studie, und da haben wir Jugendliche befragt, Elterngespräche, wie findet ihr das denn eigentlich? Also A, was für Gespräche führen eure Eltern mit euch und wenn, was für Gespräche, wie bewertet ihr die auch? Und hier sieht man nochmal positive Bewertung, ich weiß nicht, ob das alle lesen können. Das Lilane ist positive Bewertung, also so aufklärende Gespräche, die eher auch ein Stück einen offenen Charakter, also auch die offenen Gespräche mit Interesse, die werden von Jugendlichen erstmal als für, positiv bewertet. Das hat ja auch die, hast du ja auch eigentlich nochmal bestätigt in deiner Rolle als Lisa, ne? Das ist erstmal was, das fühlt sich auch nicht unbequem an und das erstmal positiv. Dann so die kontrollierenden Gespräche, wo warst du, hast du schon wieder mit denen rumgehangen, wie viel habt ihr denn getrunken, ich habe doch geguckt und hast du wieder geraucht.
Die werden aber immer noch ganz schön als positiv bewertet. Also so nach dem Motto, lieber schwieriges Gespräch als gar kein Gespräch. Und dann sehen wir so warnend Anklagende, auch das hast du gut bestätigt ja nochmal, so sehr moralisierende, wo führt das hin, du landest in der Gosse, sage ich mal überspitzt. Das sind natürlich die Gespräche, die eher negativ bewertet werden. Aber auch davon gibt es noch einen Teil von Jugendlichen, die sagen, nö, das ist auch in Ordnung, das empfinde ich irgendwie auch als positiv. Und dann gab es so O-Töne, Zitate, die vor allen Dingen sagen, naja, auch so kontrollierende Gespräche, die sind zwar unangenehm, aber ich habe das Gefühl, die interessieren sich für mich. Und ich habe das Gefühl, die machen sich Sorgen. Sowas kann man natürlich in so einer Umfrage besser sagen als dem Elternteil direkt. So, aber das nochmal als Fazit aus dieser Befragung damals und auch das, was wir wirklich im, ja, im Alltag auch erleben. Ja, total. Und die haben auch gesagt, das war auch klar, ne? Die Jugendlichen sagen, ne, ich bin dann im Gespräch auch nicht nett. Ne, ich bin nicht, ach wie toll, dass du jetzt aufklärerisch mit mir sprichst, sondern also mit dem Abstand zu dem Gespräch und in Kontakt mit so einer, mit einer jungen Person, die dann kommt und sagt, ich befrag dich mal zu dem Thema, können sie das sagen? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das immer wieder zu sagen, nicht nur als Eltern, vielleicht auch als Lehrer, als Pädagoge, wenn man sagt, unangenehme Rahmenbedingung, schwieriges Gespräch, trotzdem bleibt hoffentlich was hängen hinterher. Ja, zwei Zitate, ich lese sie nicht vor, lesen Sie sie selber, weil ich kriege jetzt gerade hier Zeichen mit der Zeit, die wir immer noch mal zeigen, weil sie auch einfach viel mit dem Konsumthema zu tun haben. Genau. Können das alle lesen? Gibt es vielleicht an der Stelle ganz kurz Fragen, die fürs Podium interessant wären und die nicht am Tisch für alle? Ja, ich wollte mir jetzt mal für deinen Vortrag bedanken, war ganz klasse, aber ich wollte nochmal den Eltern und den Lehrern, die hier sind, Mut machen, dass die nicht heute hier rausgehen müssen und dann alles perfekt beherrschen, so eine Art James-Bond-Leute sein müssen, sondern dass sie dann, wenn es dann mal so geht, wie es immer geht, weil man bleibt ja der Papa und die Mama oder die Lehrerin, dass man sich da auch Hilfe holen kann. In den Bezirken sind es die Suchtberatungsstellen oder die Suchthilfekoordinatoren. Da darf man sich auch beraten lassen und unterstützen lassen. Auf jeden Fall. Und die Elternkreise, ich wiederhole das mal von Ihnen kurz, was Sie gesagt haben. Und die Elternkreise, genau. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist auch gut, jetzt dann die Fragen auf die Tische zu verschieben, ja, genau. Oder? Ich wollte es nur, falls Sie mal... Wir bedanken uns auch. Vielen Dank, Inga. Vielen Dank, Anke.